Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem Freestyle-Game, zu dem Play, zu dem Commentary hier auf Gaming Barca. Und im Hintergrund seht ihr ein Infinite Warfare Multiplayer-Gameplay auf der Map Terminal, die wurde ja wieder geremaked. Und ja, ich habe hier mit der Burstwaffe gespielt, die ist richtig geil, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen, auf das Gameplay. Auf jeden Fall, Leute, ich bin wieder back in Munich aus Los Angeles. Ich habe den Jetlag der Vergeltung, der Finsternis, des Grauens, der Dunkelheit, des schwarzen Loches. Das ist nicht mehr normal, wie kaputt mein Schlafsystem ist. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man irgendwie aus 12.000 Kilometer wieder nach Hause kommt. Das ist echt belastend, Leute. Ohne Scheiß, ich bin gestern um 22 Uhr eingeschlafen. Danach bin ich, dieses Bett übrigens quietscht so heftig, Leute, das ist auf jeden Fall nicht vorteilhaft bei einer bestimmten Sache. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war ich dann bis um 4 Uhr in der Nacht am Pennen. Danach bin ich aufgewacht, habe mir erstmal schön 2 Portionen Zingeminis gegönnt, dann auch schön Wraps, so warme Wraps innen Kinderriegel aufgeschmolzen. Oh, 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 das war so lecker. Aber dann war auf jeden Fall mein Hunger wieder gestillt und ich bin dann wieder eingeschlafen wie so ein kleines Bärchen. So um 5 Uhr und danach habe ich weiter geschlafen bis um 17 Uhr. Also ich habe insgesamt bestimmt 16 Stunden oder so geschlafen, das ist nicht mehr normal. Und wir haben jetzt gerade 19 Uhr, also ich bin erst da 2 Stunden wieder wach. Aber für dieses Video habe ich auf jeden Fall wieder Kraft genug. Und ja, Leute, wie war L.A.? Mein Resümee. Übrigens, ihr seht, ich habe hier so ein freshes Los Angeles T-Shirt an. Das habe ich gerade noch schnell beim Hotel gekauft. Ich habe mir auch noch ein anderes T-Shirt gekauft. Hier von der Basketballmannschaft von Dodgers. Ich fand das richtig nice. Hier in den Ärmeln dieses Muster hier in blau-weiß. Auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles T-Shirt. Hier so eine kleine Haul für euch. Dann, das haben ja auch echt viele gelobt bei meinem Insta-Post. Keine Ahnung, warum die den so special finden, diesen Hoodie. Das nennt sich so ein Babe-Hoodie. Das ist alles so einen in einem. In einem. Also das kann man jetzt zumachen bis zur Kapuze oben. Und dann habe ich mir noch so richtig kranke Schuhe gegönnt, Leute. Das sind laut Red, dem Schuhexperten Number One, die bequemsten Schuhe auf der ganzen Welt von Adidas. Hier so NMDs, French Beige. Ich fand die auf jeden Fall richtig, richtig hübsch, die Schuhe. Und die sind echt, Leute, so bequem, vom anderen Stern, nicht mehr normal. Aber sonst habe ich mir nichts geholt aus L.A. Und ja, ich habe mir die ganzen Sachen gekauft beim Shopping-Tag, als ich mit Red zusammen in Beverly Hills unterwegs war. Das war auch ein richtig, richtig cooler Tag. Ich glaube, es war am dritten Tag. Da waren die anderen alle am Strand. Beim Strand war ich diesmal leider nicht, das hat zeitlich nicht so ganz hingehauen, weil ich ja schon relativ viel bei dem COD XP Event am Start war. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen in meinem Vlog, was es dort alles gab. Es gab Laser Tag in so einer Zombie-Welt, dann gab es Nuketown in Real Life, dann konnte man sich in solchen fetten Anzügen boxen, in so einer kleinen eingezäunten Wrestling-Arena. Und ja, dann gab es so richtig viele Call of Duty Items, auch in echt, so zum Beispiel Raps und Dragonfire waren so richtig in Lebensgröße am Start. Und ja, war auf jeden Fall richtig cool, das dort alles zu begutachten. Da gab es auch noch einen Scuff-Booth mit so einem riesigen Scuff-Controller, da habe ich auch ein Bild gemacht. Also auf jeden Fall, Leute, Instagram auschecken, Visca96 Barca, ganz, ganz wichtig. Da seht ihr die ganzen Bilder mit diesen coolen Sachen. Und ja, das Event habt ihr auch gesehen bei meinem Vlog, das war echt phänomenal, also die Location, das war ein richtig geiles Kolosseum, war zwar nicht prall gefüllt beim Finale, vielleicht wenn Optik im Finale gewesen wäre, wäre es komplett voll gewesen, aber es war auf jeden Fall trotzdem schon echt, ich weiß nicht wie viele drin waren, bestimmt so 2.000, 3.000 Menschen oder so. Und das Highlight, abgesehen von dem Finale, war auf jeden Fall das Konzert von Wiz Khalifa und Snoop Dogg. Das war ja quasi wie so ein Privatkonzert. Normalerweise, wenn die Konzerte geben, dann ist es ja immer so für 40.000, 50.000 Menschen oder manchmal vielleicht auch mal ein bisschen kleiner, so 10.000. Aber das war echt schon so privat-like. Und ich dachte am Anfang, die werden nur so 2, 3 Songs performen. Aber die haben echt auf trocken einfach so 1,5 Stunden gerappt, gesungen und ja, haben echt eine richtig geile Show geboten. Ich habe das übelst gefeiert, wie die einfach beide die ganze Zeit am Joint rauchen waren auf der Bühne. Das hat die einfach absolut nicht gejuckt, die dürfen sich's erlauben. Oh Mann, Alter, der Snoop Dogg direkt hier mit einem Johnny im Mund ist da auf die Bühne gelaufen, auf jeden Fall. Deren Lifestyle ist echt nicht mehr normal. Ich glaube, Snoop Dogg hat mal irgendwie in einem Interview gesagt, dass er 40 Blunts am Tag raucht, also pro Stunde mehr als ein Blunt im Durchschnitt. Bei ihm läuft auf jeden Fall.
Und ja, sonst Leute, LA. Ja, ich bereue es so ein bisschen, dass ich leider nicht am Strand war, weil Venice Beach, Santa Monica ist echt richtig nice. Aber dafür war ich dann noch in Hollywood und wie gesagt in Beverly Hills ein wenig am Shoppen, wo ich übrigens mit Red die besten Nudeln aller Zeiten gegessen habe mit Meeresfrüchten. Die waren so lecker. Oh mein Gott, Digga, aber es war auch unglaublich teuer. Beverly Hills ist, glaube ich, einer der teuersten Viertel auf der ganzen Welt. Und diese scheiß Portion Nudeln, na okay, es hat sich eigentlich gelohnt, weil es war auch sehr, sehr lecker, hat mich, glaube ich, $60 gekostet. Also wir haben dafür drei Leute über $200 bezahlt. Also man sollte da schon echt ordentlich gut Geld mitnehmen, wenn man nach L.A. fliegt, weil sonst, ja, kann man sich dort echt nicht so viel kaufen. Und ja, Hollywood war ich ja schon letztes Jahr, das hat mich jetzt nicht mehr so krank geflasht, weil ich halt dort bereits alles gesehen habe, aber dort ist einfach schon echt eine einzigartige Stimmung. Du siehst aber auch sehr, sehr viel so auf der einen Seite reiche Menschen und auf der anderen Seite richtig abgefuckte, vercrackte Leute, die auf dem Hollywood Boulevard auch da irgendwie rumliegen. Also, auf, keine Ahnung, siehst da jemanden, der gerade so am Shoppen war in so einem Luxusladen, läuft da vorbei an so einem Obdachlosen, der sich gerade so eine Crackpfeife gönnt. Also dort siehst du echt einen riesen Kontrast zwischen arm und reich. Aber so ist das normal in der Zeit des Kapitalismus, kann man nichts machen. Und ja, das Gameplay neigt sich jetzt hier auch hier schon zum Ende. Ich wollte einfach noch kurz zusammenfassen, wie ich L.A. so fand für mich. Auf jeden Fall, das Event war geil, die Zeit mit den anderen zu verbringen in L.A. auch richtig nice. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Events in Los Angeles. Okay Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Checkt auf jeden Fall die Videos aus, auch auf meinem Visca Barca Kanal. Dort seht ihr einen geilen Vlog, Nuketown Real Life und noch ein Infinite Warfare Gameplay. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh. Ui, sorry für das Beichen.